Kameratest. Heute bin ich auf der Suche nach der Adresse eines Psychiaters in Jugendburg-Grünabel und da sehe ich nicht seine Adresse, sondern eine Anekdote. Chaos, Ortes, Garage, Dunkte, Anekdote von Thies Ullmann, Schaman für Herrn, Anekdote für Herrn Dr. Hans-Kurt Gindel. Schau mal an, was die Witziges zu sagen haben. Aha, da sind wir bei der richtigen Sprache. Das erinnert mich an Mittel 88. Und dann die Herrschaften. Wir haben das erste Rosetje al drin hier, bedoel. Dus je wilt echt die anekdotes doen. Wacht even. Ik ga even een anekdote doen. Een kleintje. Het was met Benny en ik. Benny trad op bij ons. En er was voor 200 vrouwen. En toen zaten we in. Villa Haf. Van Does. Villa Haf, ja. En toen hadden we een keukenhanddoek hadden we opgerold. Nee, joh. Dat denken ze dan. Dat was jij. Nee, maar dan. Hij had een keukenhanddoek opgerold, die had hij tot aan zijn knie in zijn broek zitten. Also, dat is wirklich ulkig. Das reizt mich heute auch noch abends zu einem Gelächter. Mauthausen. Autobiologisch. Okay. Das ist sehr herzhaft. Ich suchte eigentlich also die Adresse, die genaue Adresse von Herrn Dr. Kurt Gindel, Hans-Kurt Gindel. Jetzt bin ich auf diese Adresse auf diese, was ist Chaos? Schauen wir das mal an. Hans-Kurt Gindel, schauen wir mal, was der hat. Hans-Kurt Gindel, Trachtenserie Stift Rhein aus Chronik, _05, _06, PDF, Führerlager, Spendenaufruf. Ha? Was haben wir da? Führerlager, Pfadfinder. Putzdienst für Führerinnen. Das ist nett. Das ist wieder so ein Trachtenabtausch. Die Machtmetaphose, die... Der Geistsplitter laut Aurelius Augustinus und Herodias schreit wieder nach dem Hochadel überall. Hanukkah, Heider, Hornig, Kurdens Gindel, aha. Justizpalast. Das da, das Bundesministerium für Inneres, die Frau Feck, da wieder etwas zu sehen. Bankhaus Kreinsch. Die Hoheit ist im Begriff umzufallen. Biber, Biber, Gusp, KX, Rau. Haus der Niederlande. Literarisches Thema. Und da geht es wieder raus. Niederlande. Und dann, ich bin der Zweite Weltkrieg. Da sagt die Hoheit, ich bin vielleicht der Dritte Weltkrieg, weil sie so sanftmütig ist und gerade geprüft wird. Ob sie sanftmütig genug ist. Held, Kollaborator. Aha, Amerikaner als Kriegsverbrecher, das ist, schaut nicht gut aus für dich. Husten der Zweite würde ich dir erwürgen. Glaub mir das. Der ist nicht so sanftmütig wie ich. Dann haben wir welche Lage. Jugend kommt gleich wie bei der Miller 88. Alles in seinen Händen. Alles. Alles, was Jugend ist in seinen Händen. Dann geht es wieder Hausreinigung und was weiß ich. Entzifferung. Schädigungsbekämpfung, Hausreinigung, Murreinigung, Reinigung, ja, das kennen wir. Ich glaube, das neue Trachtenmodell, Trachtenwechsel, Brühltasche, ah, das ist ja wieder schön. Dann schauen wir weiter, wo ich jetzt Grünhübel, glaube ich, hat er gesagt, oder? Hat er Grünhübel gesagt? Wo wohnt er? Wo wohnt er? Steht nichts drin. Wo gewohnt wird, steht nichts drin. Wo gewohnt wird, steht wieder nichts drin. Das ist ja schade. Mal da zurück. Schauen wir mal da.
Ecke, ja, Ecke in meinem Zusammenhang. Ecke, Ecke, Ecke. Aha. Zolmitriptan. Zolmitriptan, das sagen wir, okay, das ist gegen Kopfschmerzen aus Migräne und das sagen wir vom Gerichtspalazzo. Justizpalazzo. Aha, was haben wir da? Also dieser Herr schreibt wieder für Herrn Dr. Gingl eine Anekdote. Was sagt diese Anekdote? Alle Pfadfinder in der Hand, in Österreich, aber auch in Niederlande. Aha, aha, schön. Die Trachtenmodelle. Oh. Wunderschön. Also wunderschön. Wunderschön. Kosmetisch. Also denk mal, will ich die Tracht auch noch verprügeln, verstehst du? Die Sanftmut. Meine Gemütserregung. Würde noch gezähmter werden. Viel gezähmter. Da würde der Mann nicht mehr stolpern, verstehst du? Dieser Mann. Das ist es, das. Was haben wir denn noch? Was sagt er noch? Schwarzmarkt Amsterdam. Fotografie-Version. Haben Alzheimer in Cambridge, Oxford. Dann sind wir in Amsterdam da zu Hause. Also diese Menschen, dass die nicht eine Stunde irgendwas Fachspezifisches für die steiermärkischen zusammenbrechenden Kranken. Also auf der ganzen Welt immer wieder die gleichen Typen. Arbeitsheim scheinen sie wenig Arbeit zu tun. Man sieht nichts, was die Medizin anbelangt, dass der eine Stunde was irgendeine Fachliteratur irgendwas. Das ist Wahnsinn. Und dann, jetzt könnte man ja wieder irgendeinen Dienst bestellen. Diese Menschen. So eine Anekdote. Wieder eine Anekdote, wieder mal. Der Dr. Gingl. Ah, das ist wieder das, okay. Das kennen wir bereits. Komisch. Komisch, komisch alles. Dieses ganze System. Also ich bleibe immer sanftmütig. Ich denke mir immer, das Sanftmütige ist für mich noch der größte Segen. Schauen wir mal das an, was er da wieder hat. Niederlande. Dann wieder zurück. Schauen wir uns das an. Das an. Was klein ist dein Photography? Geheime Fotografien. Natürlich German Occupation. Alles wieder. Also alles Hitler. Alles, was die. Also dein ewigen Hitler-Vogel und von Amsterdam und ganze Scheiß, verstehst? Also, dass nie mehr aufhört. Dass da kein einziges Schwein einmal was arbeitet, das frage ich mich, verstehst? Das ist immer das Gleiche. Und Jüdisch und Niederland und dann. Und dann, da geht es wieder um, verstehst? Das hört nie mehr auf. So weit schaust du, die ewigen Pfadfinder. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Verstehst? Jetzt ist leicht like immer Marsch, leicht mir doch am Arsch. Toll mit Trip dann. Okay. Die Ethnologen, die Europäischen, die Völkerkünder, die, ich pflege immer zu sagen, die Kardinalwissenschaft, verstehst? Des Relativismus, das kann man wirklich sagen. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Okay, mir reicht's.